Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Standalone. Wie ich gerade feststellen durfte, bin ich von voll equipped auf nix mehr geswitcht und ich war eine Woche weg, hatte so gut wie möglich voraus aufgenommen, aber ich bin erst Freitag wiedergekommen und am Samstag habe ich es nicht mehr geschafft, noch aufzunehmen. Da ist zu viel liegen geblieben, was man alles noch erledigen muss. Aber jetzt machen wir weiter. Und da kommt mir jetzt schon der erste Zombie entgegen. Ob es der es so gemerkt hat? Ja, wir haben ja in der letzten Folge unser Let's Play Together gemacht. Was ja echt lustig war. Und von meiner Stelle da nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das war ja der Robbo, der Dogu Ogu, Jannis, Remi Demi und Dussel Gaming, wenn ich jetzt hoffentlich keinen vergessen habe. Das ist halt schon über eine Woche her. Und ja, mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten zwar erst so ein paar Probleme am Anfang, einen richtigen Server zu finden. Aber dann hat das geklappt. Und ja, werden wir bestimmt nochmal wiederholen. Müssen wir mal gucken, wann wir da einen Termin finden für. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie uns wieder ausrüsten. Sehr blöd, ne? Spielt man eine Woche nicht. Denkt man, ist voll ausgerüstet. Ja, und Pustekuchen. Ah, hungrig ist er auch. Naja. Also mit dem Let's Play Together, das können wir gerne nochmal in Angriff nehmen. Mache ich natürlich aber auch davon abhängig, ob ihr da Bock zu habt. Und ja, wer Lust hat, der kann ja einfach unter das Video posten hier, ob er da nochmal dran teilnehmen möchte. Und dann planen wir das nochmal, dann machen wir das einfach nochmal. So. Gleich sind wir... Genau, das ist das Ding mit der Polizeistation. Schon mal rüber. Ihr könnt ja mal, weil es mich einfach interessiert, ich habe ja wie gesagt eine Woche lang jetzt nicht mehr gespielt. Das heißt, jetzt sind die Aufnahmen wieder in der Regel vom selben Tag. Ne? Jetzt aufgenommen, heute noch hochgeladen. Vorher habe ich immer 2 bis 3 Folgen aufgenommen. Ach, wir sind noch gar nicht da. Das ist ein Ort zu früh. Und da habe ich halt nicht mitgekriegt, was da los war. Ob da irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Resets waren oder ob es nur der erste Server hier heute war, der mich gekillt hat. Wäre ja mal interessant zu erfahren. Weil Internet hatte ich nicht so richtig. Ich konnte also nichts, nur so am Handy kurz mal was machen, aber macht ja nicht so Laune, mit sowas zu surfen. So. Was mir sehr gefallen hat bei unserem Let's Play Together, ist, dass sich alle echt sehr sozial verhalten haben. Ne? Essen abgeben, Waffe abgeben, Munition. Ohne, das muss man ja dazu sagen, dass die Leute sich kannten. Ne? Ist ja nicht so, als wenn, was weiß ich, Saraza mit seinen 5 Gevattern da losrennt und die sich halt kennen und
da durchorganisiert sind. Ne? Es waren ja wirklich im Grunde genommen untereinander alles Fremde. Von daher fand ich das echt beeindruckend. So, das wird natürlich eine hochspannende Folge hier heute, glaube ich. Na, ich werde dann wahrscheinlich noch ein bisschen offscreen weiter suchten und versuchen, mich ein bisschen auszurüsten. Und dann mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich hoffe ja, dass der Patch jetzt auch bald kommt. Dass man dann schon mal neue Brocken suchen kann, neue Waffe. Bisschen kochen. So. Jetzt laufen wir, glaube ich, noch in den beiden Häusern da links vorbei und dann haben wir es bald. Also ab jetzt mache ich auch wieder mindestens 20 Minuten Folgen. Da gab es ja ein paar Viertelstunden Folgen, weil es einfach nicht mehr zu schaffen war. Die Zeit wurde immer knapper. Und ich wollte halt für jeden Tag eine Folge hochladen auch noch. Und das Hochladen von so vielen Folgen für eine Woche, das dauert auch eine ganze Weile. Sind ja nicht nur die DayZ-Folgen, das sind ja auch noch Bound by Flame und The Elder Scrolls Online, das mache ich ja auch noch. Und von daher summiert sich das dann alles ganz nett. So, da sind unsere beiden Häuser. Ja, eigentlich mal reingucken. Wenn sie nicht schon offen sind. Nee. Die sind noch zu. So, naja. War nicht anders zu erwarten. Jetzt haben wir wieder schön Serverlag hier. Hier liegt nichts. Die Tür geht nicht. Was drin? Ach, guck mal hier, ein Helm. Lord Helmchen. Schaufel. Ja, habe ich noch nie. Habe ich eigentlich schon mal mit einer Schaufel einen Zombie verkloppt? Ich glaube nicht. Wie schlägt man damit so? Okay, so von oben. Na, passt ja. Bauhelm und Schaufel. Jetzt noch ein paar Arbeiterhandschuhe und dann geht's los. So, jetzt rennen wir in den Sonnenuntergang. 10 Minuten haben wir schon rum. Na, mal sehen, wenn die Stadt da vorne jetzt auch gelootet ist, dann werde ich heute doch noch eine kurze Folge machen. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass der Charakter resettet ist. Ich war schon in die nächste Stadt gelaufen, um die mal zu erkunden mit euch. Und habe zwischenzeitlich nicht mehr gespielt. Von daher, naja, gucken wir mal. Wir gucken mal, was in der Stadt los ist. Und laufen der Sonne entgegen. Und wenn nichts zu holen ist da oder da nichts passiert, dann mache ich hier eine Viertelstundenfolge von. Rüste mich dann wieder aus. Ja, und dann ziehen wir mal durchs Landesinnere. Ich hoffe ja, dass der Patch jetzt bald kommt. Dann könnte man schon mal so langsam in die richtigen Richtungen aufbrechen.
vielleicht zum großen Airfield erstmal da nach Waffen suchen, dann wenn der Patch da ist. Na, schauen wir mal. So, jetzt sieht man das Dörfchen schon. Entschuldigung. So, dann gehen wir erstmal in die Polizeiwache. Da hat man ja manchmal Glück, dass auch mal Waffe und zugehörige Munition da liegt. Dass wir hier nicht mit der Schaufel uns zum Airfield durchschlagen müssen. Oh, Server sind relativ leer. Na gut, bei dem Wetter heute hat es hier, glaube ich, 35 Grad. Gar nicht so witzig in so einem heißen Raum mit dem Headset auf. Läuft dann die Soße ganz schön runter. So. Aber Spiel macht einfach zu viel Spaß. Na, da kommt schon der erste Zombie. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir da mal erstmal in die Polizeistation flüchten. Gewöhnlich der nächste. Nee, aber ist auch schon gelootet. So wie das aussieht hier. Gut, trotzdem erstmal rein. Manchmal hat man ja ein bisschen Glück. Dachchen. Ein Idiot. Raus hier. So, er will's nicht anders. Aber mit so einer Schaufel ist man aber auch derbe unterlegen. Und ich habe schon reichlich Blut verloren. Da haben wir auf jeden Fall noch unsere Action. Ha. Naja. Passte aber mit einer Viertelstunde etwa. Okay, dann gucken wir mal, wo wir jetzt respawnen. Ja, keine Handvoll, na, 10 Leute auf dem Server. Und trotz Ansprechen kriegst du gleich erstmal die Machete. So, aber dann haben wir zumindest ein bisschen Action für heute gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich wieder am anderen Ende der Welt. Oh, wo bin ich denn jetzt? Warte mal. Okay, das dauert jetzt zu lang. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Das bringt nichts mehr, jetzt nochmal dahin zu rennen. Und dann machen wir morgen an der Stelle hier weiter. Beziehungsweise, ich werde versuchen, mich vorher schon noch ein bisschen auszurüsten, damit das nicht ganz so langweilig wird. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.